Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Danke, dass du wieder dabei bist. Ja, ich hoffe, du hattest ein wunderschönes, entspanntes oder abenteures, teuriges oder wie man es auch nennt, Wochenende und kannst jetzt in die neue Woche voller Kraft und Energie starten. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, und wir schauen jetzt einfach mal rein in die Karten, was denn so als nächstes passiert oder auf dich zukommt. Ups, so, die zwei nehme ich noch mit. Was haben wir denn da? Ja. Was passiert als nächstes? Ja, also ich würde sagen, du bist hier erstmal mega in deine Kraft gekommen, hast dich von etwas auch erholt und konntest jetzt dadurch ja eine gewisse Entscheidung für dich treffen oder für andere treffen, so dass es halt für dich im Grunde genommen passt. Es kann auch sein, dass hier ein Urteil gefällt ist, eine Gerichtssache sich geklärt hat und du jetzt einfach auch erstmal aufatmen kannst und damit auch die ganze Geschichte, die jetzt hier geklärt werden musste, zum Beispiel eine gerichtliche gerichtliche Sache, die geklärt werden musste, geklärt wurde. Ich glaube, wir haben gerade rückläufigen Merkur. So, jetzt müssen wir mal wieder konzentrieren hier. Also, es geht um etwas, was geklärt wurde. Eine Entscheidung, die getroffen wurde und du dadurch jetzt auch alles hinter dir lassen kannst erstmal und hier auch dich wieder so dir selbst widmen kannst, deiner Intuition, deinem Inneren, deinem Gefühl, deiner Weiblichkeit, sage ich jetzt einfach mal so, also Weiblichkeit jetzt nicht im Äußeren, ne, sondern der Intuition, der Sensibilität, so der Spiritualität, ja, einfach sich so auf dich selber einlassen und dich nach deinem Gefühl einfach so ein bisschen fallen lassen kannst, ja, und auch jetzt dich wieder diesen Themen widmen kannst, für die du dich wirklich interessierst, die dich auch innerlich befriedigen, ja, wo du dich zurückziehen kannst, wo du Bücher lesen kannst, wo du experimentieren kannst, wo du einfach Dinge tun kannst, die dir tatsächlich einfach auch ja, Spaß machen, Freude bringen. Und es bestätigt eigentlich auch nochmal die Karte hier, die 8 der Stäbe, die dadurch dann auch wieder neue Erkenntnisse bringen, neue Nachrichten bringen. Ja, ich würde auch sagen, wo du einfach das, was dir hier intuitiv reinkommt, da wo dein Gefühl dich hintreibt, dass du das dann halt auch in deiner Kreativität dann auch auslebst. Und dadurch entstehen natürlich wieder neue, schöne Dinge, die sich ergeben, die dann von außen reintrudeln. Was mir hier jetzt gerade reinkommt, ist, dass du hier vielleicht auch... Ach, das ist der Hohepriester. Ich habe gesagt, das ist die Hohepriesterin, aber es ist egal. Der Hohepriester ist es gleich in männlicher Form, beziehungsweise... jemand, der halt auch seinen Überzeugungen einfach treu bleibt, ja, einer, der ja seine eigene Weisheit in sich trägt, in sich hat und diese auch auslebt
und mit den 8 der Stäben einfach nochmal verstärkt, ja, ins Leben ruft. Ja, was mir vorher jetzt schon reinkam und jetzt nochmal reinkam, ist zum Beispiel Kräuter, Sachen, Cremes, irgendwas mit etwas Kreatives, was du in dir steckt, was du auch vielleicht schon früher gemacht hast. Muss jetzt aber auch nichts mit Kräutern sein, sondern es kann alles Mögliche sein, was vielleicht davor durch diese Angelegenheit, um die es hier ging, vielleicht nicht möglich war, wo es dir sehr schlecht ging, ja. Und jetzt ist endlich ein Urteil gefällt worden oder eine Entscheidung getroffen, wo du jetzt wieder weißt, woran du bist und dich wieder dir selbst zuwidmen kannst. Und das, was in dir schlummert, sozusagen, kannst du jetzt halt auch ausleben, ausarbeiten. Dafür brauchst du ja auch inneren Frieden, Kraft, Ruhe. Die wirst du jetzt auch bekommen, ne? Und wirst hier etwas, ja, entstehen lassen. Etwas, was in dir ist, etwas Kreatives. Ja, es kann alles Mögliche sein. Malen, basteln, Steine schleifen, ja, Cremes herstellen, ja, irgendwas, was dich ausmacht, ja, was du ins Leben rufen möchtest. Und dadurch passieren natürlich auch im Außen tolle Dinge, die dann auf dich zukommen, weil du was erschaffst, ja. Und dann kannst du dich auch dann wieder zurücklehnen, zurück. Ja, ausruhen auch erstmal wieder, und das ist auch was ganz Wichtiges, dass man sich auch immer wieder ausruht, nachdem man sich hier verausgabt hat, weil hier ja auch etwas erschaffen wird. Ja, und dann muss man sich auch wieder zurücklehnen können, um wieder neue Kraft zu schöpfen, und das wirst du hier auch machen. Und dann kommt hier schon wieder, ja, ein neues Angebot sozusagen, eine. Ja, eine neue Kraftprobe, eine neue Herausforderung, die du dann aber auch entschlossen annehmen wirst, wenn sie für dich dann natürlich passt, ne? Das wägst du dann mit dir selber ab, weil wir auch das hier jetzt in der Spiegelung zum Beispiel haben. Das bedeutet, in Zukunft wirst du Entscheidungen treffen, die auf dich gemünzt sind, die deinem Innerem entsprechen, deiner Überzeugung entsprechen und dich dementsprechend dann halt eben auch verausgaben kannst. Also ich finde, es sind mega, mega schöne Zukunftsaussichten, beziehungsweise was jetzt so die nächste Zeit passiert. Ich denke, das wird eine sehr, sehr erfolgreiche Woche, vielleicht sogar auch hier ein bisschen anstrengend, weil man hier sich etwas vorgenommen hat, was man dann auch auf jeden Fall umsetzen wird. Und sich dann bis am Ende der Woche auch wieder Auszeit gönnt, ausruht, um dann wieder aus dem Vollen zu schöpfen. Es ist halt immer so ein Auf und Ab. Aber hier erstmal wird es eine, ja, eine harte, starke Woche, nachdem du dich endlich dieser Art, dieser Tätigkeit auch wieder widmen kannst. In diesem Sinne einen wunderschönen Montag. Bis zum nächsten Video. Wenn du magst, bis dahin, deine Sandra.